can have everything in the car. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Wir können das ganze Auto haben? Das muss ich Franzi erzählen. Australien hat verdammt lange Straßen. Die Autofahrten sind lange und die Autofahrten können verdammt langweilig werden. Und gerade eben für diesen Fall wollte ich eigentlich ein Autoradio haben. Wir hatten in unserem Eddy, den wir erst frisch gekauft haben, hatten wir kein Autoradio mit CD oder mit USB. Das Signal war immer so schlecht, dass man nicht mal Radio hören könnte. Also dementsprechend gab es keine Musik. Wir hatten uns schon Radios angeguckt, ja, bei Radio Shack. Und ja. Franzi sagt nur... Nein, Schatz. Ach, da findet sich noch was anderes. Irgendwo werden wir schon was finden. Und des Weiteren hatten wir nicht mal die Möglichkeit, irgendwo zu kochen. Das heißt, wir brauchten eigentlich auch einen Gasgrill. Und ich dachte eigentlich, gut, okay, lass uns nach Kmart fahren und lass uns einen Gasgrill kaufen. Und Franzi sagt wieder... Nein, Schatz. Ach, da wird sie schon was anderes finden. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich muss mir auch irgendwas kaufen können. Ja, ich muss mir auch was kaufen dürfen. Aber Franzi sagt halt immer, nein, Schatz, es wird sich schon irgendwie regeln. Wir finden das irgendwo, es taucht einfach so auf. Ich dachte, ja klar, es taucht einfach so auf. Nur es liegt einfach auf der Straße rum, ne? Wir waren also auf Tasmanien unterwegs. Hallo! Eine wunderschöne Insel, unberührte Natur. Tasmanien ist wirklich eins der letzten Naturparadiese auf dieser Erde. Hier begrüßt uns wieder ein süßes Wallaby. Und wir waren also so unterwegs und wir hatten Hunger. Wir hatten dafür mal diese typischen Barbecues in Australien genutzt. Wir hatten halt so eine App auf dem Handy und da wurden diese Barbecues angezeigt. Und wir hatten einen Platz ausgemacht und sind da hingefahren. Da waren leider schon andere Leute. Es gab keine andere Möglichkeit, irgendwo was zu kochen, weil wie gesagt, wir hatten nicht mal einen Gasgrill. Ich musste kurz aufs Klo. Ah. Und da stand halt so ein weißer Van rum. Und ich dachte mir, komisch. Ja, steht halt so rum, wird bestimmt den anderen Leuten gehören, die da gerade gekocht haben. Wir sind weitergefahren. Weil wie gesagt, der Platz ist ja schon belegt. Und dann haben wir uns den nächsten Platz ausgemacht, sind dann halt da hingefahren. Ich glaube, gefühlt eine halbe Stunde oder so. Es sah halt schon total verlassen aus. Und dann sind wir an diesem Barbecue, der war ausgeschlachtet. Da gab es keine Möglichkeit mehr zu kochen. Also das Ding war halt nicht mehr da. Ja, und frustriert sind wir dann wieder zurück, weil wir dachten, gut, wahrscheinlich sind die ja fertig. Also wieder eine halbe Stunde zurückgefahren zu diesem Platz. Und Gott sei Dank, er war diesmal frei. Ja, ich musste schon wieder pinkeln. Oh. Weil ich vor Hunger Wasser getrunken habe und bin da zu diesem Klo wieder und der Van stand immer noch da. Und ich bin eigentlich von ausgegangen, dass dieser Van den anderen Leuten gehört, die da gerade wahrscheinlich kochen wollten. Scheint aber nicht so der Fall gewesen zu sein. Und ich bin dahin und da war so ein kleiner Zettel vorne in der Windschutzscheibe. Und ich gucke so ganz, ganz vorsichtig rein und auf diesem Zettel stand halt Everything Inside for Free. Ich dachte mir, hey, das gibt's doch gar nicht. Echt jetzt? Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Wir können das ganze Auto haben? Das muss ich Franzi erzählen. Und ich bin runtergelaufen zu Franzi, dieser Barbecue-Stelle. Und sag so, Schatz, Schatz, ich musste was zeigen, ich musste was zeigen. Komm mit, komm mit. Da kam dann halt da runtergelaufen, diesen Weg, total freudestrahlend. Und Schatz, Schatz, du musst mitkommen. Und ich dachte, hä, was will er jetzt von mir? Und zog mich dann schon am Arm nach oben auf diesen Parkplatz. Und zeigte mir dieses Auto. Wir machen die Tür auf und ja, es war offen. Es war total geil. Es ist irgendwie so wie Weihnachten, Ostern und alles zusammen. Das ist so geil. Richtig. Ja, und wir haben uns durch dieses Auto gewühlt. Wir haben gedacht, das müssen wir uns angucken, was in diesem Auto ist. Vorhin, da war so viel Ausrüstung drin. Das war echt wie Weihnachten, wie Franzi schon gesagt hatte. Und was finden wir in diesem Auto? Ja. Wir finden ein Autoradio mit USB-Anschluss, einen Gaskocher, ja, einen Lautsprecher. Alles, was wir bis jetzt brauchten, war in diesem Auto. Und wir dachten, ey, wie geil ist das denn, echt? Und ja, das, was Franzi vorher gesagt hat. Ja, ja, Schatz, das wird sich schon finden, das wird schon zurückkommen, ja. Wir haben es gefunden, einfach so, stand einfach da. Geil.